Hallo, heute möchte ich euch zeigen, wie man anhand einer Stammbaumanalyse und eines tatsächlichen Befundes populationsgenetische Betrachtungen und Berechnungen durchführen kann. Als Vorwissen solltest du Kenntnisse über Mutationen, Gendrift, Inzest und natürliche Selektion haben. Außerdem brauchst du Vorkenntnisse zur Stammbaumanalyse. In einer schriftlichen Abiturprüfung aus dem Jahre 2006 habe ich diesen Stammbaum gefunden. Es handelt sich um einen Familienstammbaum der Inuit über 5 Generationen. Die Inuit sind die Ureinwohner Grönlands, früher als Eskimos bezeichnet, was Schneeschuhmacher heißt. Erst in der letzten Generation tritt die hier zu untersuchende Stoffwechselstörung, die Saccharose-Unverträglichkeit, auf. Eigentlich gibt es die Erbkrankheit weltweit in den Genpoolen unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen. Aber wie bei vielen Erbkrankheiten wird auch sie regional verschieden häufig beobachtet. Saccharose ist der Rohr- oder Rübenzucker, wie ihn jeder kennt. Den Inuit war Zucker unbekannt, denn sie lebten als fischende und jagende Nomaden mit ihren Schlittenhunden in der Arktis und folgten den Fischschwärmen, Karibus, Walen und Robben. Im kurzen Sommer lebten sie in Zelten aus Walknochen. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.